Beim heutigen Dialog stellen wir uns die Frage, wie erfolgreich man Menschen mit Behinderung im eigenen Unternehmen beschäftigen kann. Ja, die wirtschaftliche Kraft, die dahinter steht. Es geht um Talente, es geht um Fähigkeiten. Selbst dahinter ist, auch mit der Unterstützung, dann hat man kaum Schwierigkeiten damit, das zu meistern. Wertschätzung als oberstes Gebot. Um Barrieren abzubauen und Inklusion besonders am Arbeitsmarkt zu fördern.